Sven, Viertelfinale Sandburghall gegen den FC Saarbrücken. Am Ende stand leider eine unglückliche 2:1 in der Lage. Wie tief sitzt der Frust jetzt? Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht. Ich denke, nach 10 Minuten, 15 Minuten sind wir sehr gut ins Spiel gekommen, haben uns ein paar Chancen erarbeitet, haben zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 gemacht. Ja, und dann zweite Halbzeit, wir wussten, dass Saarbrücken kommt, kriegen ein unglückliches Gegentor. Und danach spielen sie es einfach auch gut und die Qualität haben sie. Aber ja, ich glaube, wir können erhobenen Hauptes rausgehen und wir haben einen super Pokalfight geliefert. Und ja, jetzt Köpfe hoch und Sonntag geht es weiter in die Liga und da wollen wir natürlich wieder die 3 Punkte holen. Also denkst du, dass die Mannschaft das einfach abhaken kann jetzt? Ja, wir werden morgen mit Sicherheit darüber reden. Natürlich ist es bitter, wenn man dann knapp verliert, aber ja, ich glaube, wir sind so gefestigt, es muss einfach weitergehen. Es wird auch weitergehen und wir bereiten uns jetzt gut auf Sonntag vor in Eppelborn, auch ein schweres Auswärtsspiel und da wollen wir natürlich wieder die 3 Punkte holen. Und noch ein Wort zur tollen Kulisse heute? Ja, ich glaube, für jeden Fußballer macht es Spaß, vor einer großen Kulisse zu spielen. Es war jetzt nicht so oft bei uns der Fall, aber ja, natürlich macht es Spaß, wenn Leute da sind, wenn Fans da sind und ja, das ist Fußball und so. So ist am besten jedes Wochenende sein. Du hast kurz vor der Halbzeit das 1:0 für FCH gemacht gehabt. Wie sehr ärgerst du dich jetzt, dass es am Ende doch nicht gereicht hatte, leider? Ja, ich glaube, wenn man das Spiel sieht, dann ärgert man sich enorm. Also wir haben es fast über das ganze Spiel gut verteidigt, haben immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt, sodass einfach mehr drin gewesen ist und dann bist du zweimal unaufmerksam und das wird gegen so eine Top-Mannschaft natürlich eiskalt bestraft und das ist dann natürlich am Ende extrem bitter. Am Sonntag geht es in der Liga weiter. Wie schnell kannst du das persönlich jetzt abhaken? Ja, wir wussten, dass wir heute nicht als Favorit ins Spiel gehen und wir können stolz auf unsere Leistung sein und ich glaube, was wir bisher in der Liga geleistet haben, das hat noch niemand geschafft und da können wir einfach enorm stolz drauf sein und da müssen wir auch weitermachen und ich glaube, auch heute mit dem Spiel haben wir uns nochmal Selbstvertrauen geholt, weil wir einfach gesehen haben, da ist nicht so ein großer Unterschied, wie viele vielleicht gedacht haben und deswegen muss man das jetzt einfach abhaken. Natürlich ist man traurig, wir wären gern weitergekommen, es wäre auch mehr drin gewesen, aber letztendlich geht es am Sonntag weiter und wir haben noch ein Ziel, den Aufstieg und genau das sollten wir auch weiter verfolgen. Jürgen, 2:1 Niederlage im Pokal gegen den FCS. Was ist da schiefgelaufen gewesen nach der Halbzeit? Ja, was ist da schiefgelaufen? Ja, so kann man die Frage nicht stellen. Ja, wir haben, denke ich mal, ein gutes Spiel gemacht über die 90 Minuten. Ich musste dann kurz nach der Halbzeit in der Phase dann den Marco Geisel leider rausnehmen, weil er rot gefährdet war. Und die Lücke konnte man dann erstmal nicht schließen. Ja, und da waren 10, 15 Minuten, wo wir ungeordnet waren. Ja, und von dem her war das ein bisschen problematisch dann. Das konnte man nicht so kompensieren gleich. Aber die Mannschaft hat bis zum Schluss gefightet und einen tollen Pokalfight hier abgeliefert. Und man darf nicht vergessen, Saarbrücken ist unangefochten Erster in der Regionalliga. Und von dem her einfach eine tolle Leistung von der Mannschaft. Wie baust du die Mannschaft jetzt auf für den Ligabetrieb? Ich brauche die Mannschaft da nicht aufbauen auf so einem Spiel. Da kann man so viel Selbstbewusstsein draus ziehen. Wenn wir mit der gleichen Einstellung wieder reingehen ins nächste Meisterschaftsspiel, dann können wir da auch wieder 3 Punkte holen. Thank you.
Ja.